Maximiliane Irene von Quint wächst ohne Vater und Mutter auf. Sie lebt bei ihren Großeltern auf dem Gut Pönichen in Hinterpommern. Der alte Quint ist stolz auf seine Enkelin, wenn auch in ihren Adern das Blut eines polnischen Offiziers fließt, der im Leben seiner Frau Sophie Charlotte eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Kind bleibt hier. Es gehört. Maximilianes Mutter Vera verlässt nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Schwiegervater Pönichen für immer. Sie wird von ihrer Tochter nicht vermisst. Der entscheidende Mensch für Maximiliane ist ihr Großvater. Hast du schlecht geträumt? ...1929. In diesem Jahr bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Der Tonfilm setzt sich allgemein durch. In Berlin wird die erste Fernsehsendung ausgestrahlt. Stalin macht sich zum Alleinherrscher der Sowjetunion. Thomas Mann erhält den Nobelpreis für Literatur. Und Deutschland soll bis 1988 105 Milliarden Mark an Reparationen bezahlen. Bauernunruhen in Schleswig-Holstein. In Berlin, wo Josef Goebbels seit einigen Jahren Gauleiter der NSDAP ist, liefern sich Polizei und Demonstranten blutige Straßenschlachten. Deutschland ist seit einigen Jahren Mitglied des Völkerbundes. Heinrich Himmler wird Reichsführer der SS und von Remarque erscheint der Roman Im Westen nichts Neues. Im Osten, in Hinterpommern, wächst in der Geborgenheit und zuverlässigen Ordnung einer kleinen Welt ein Kind heran, das von all dem nichts oder wenig erfährt. Nicht einmal eine Schule besucht Maximiliane Irene von Quint, das kleine Freifräulein, die künftige Gutsherrin. Ihre Schule heißt Pönichen. Erstaunlich, Blaskorten. Wirklich erstaunlich. Vor ein paar Wochen gebrauchten Sie noch das Wort unverschämt, Herr Braun. So, habe ich das? Naja, unverschämt war vielleicht des Guten zu viel, aber ich nehme mir das Recht, in meinem Urteil zu wechseln. Auch in meinen Vermutungen über Ihr Vorleben. Sie haben mich nie danach gefragt. Nein. Das will ich nicht. Großvater, Großvater, ich habe einen Hecht gesehen. Ganz lang, so groß und alt. Na, Kind, der muss aber schon sehr neugierig auf dich gewesen sein. Und wesentlich unvorsichtiger als alte Hechte sonst sind. Na, dann komm mal. Die Jungschafe, Herr von Quint. Das ist Ihre Sache, Blaskorten. Machen Sie es, wie Sie es für richtig halten. Sie sind hier der gute Hirte. Soweit Tiere in Rede stehen. Das war mein Zug, Herr Baron. Oh, nein. Stresemann ist gestorben. Ich habe es gelesen, Quint. Du hast ihn gemocht, nicht? Wer ist Stresemann? Ein Politikerkind, der sehr viel Gutes für unser Vaterland getan hat und noch viel mehr tun wollte. Es ist ihm schlecht gedankt worden. Der Lauf der Welt. Das alte Lied. Fräulein Ahrens kann ich ja wohl abservieren. Findest du nicht, dass das musikalische Interesse von Fräulein Ahrens langsam Formen annimmt? Du hältst dich da besser raus, Sophie Charlotte, wenn ich auch deiner Meinung bin. Fräulein Ahrens hat mir ein neues Lied beigebracht von Hermann Löns. So. Ich denke, Rippe, du solltest das Fräulein Ahrens morgen zum 10er-Zug nach Stargard bringen. Jawohl. Nächstes Jahr werde ich hier statt Raps Weizen anbauen. Warum? Ist dein Raps nicht gut? Mein Raps nicht gut? Mein Raps ist immer gut.
Aber die Erde hat's gern, wenn man die Saat ab und zu wechselt. Ich hab's auch gern, dass es jeden Tag etwas anderes zu essen gibt. Na, siehst du. Wo waren wir das letzte Mal in der Historie stehen geblieben? Bei den Brandenburgern. Richtig. Bei den Brandenburgern. Also, die Brandenburger... Schau mal, der Regenwurm. Die Amma hat gesagt, man kann Regenwürmer in der Mitte zerschneiden. Und dann leben sie trotzdem weiter als zwei. Da hat die Amma recht, soviel ich weiß. Aber es gibt keinerlei Grund, das auch auszuprobieren. Jedenfalls nicht auf Pönichen. Auf Pönichen darf nur das sein, was du sagst, nicht? Hm, so ungefähr. Später bist du's dann, die sagt, was hier geschehen soll. Ich weiß. Weißt du, was ich gern möchte, Großvater? Was denn, Kindchen? Warte. Weißt du darüber hinreichend Bescheid? Das ist aber schön. Hm. Ja, so kann man es auch nennen. Aber darauf beruht die ganze Schöpfungsgeschichte. Was war's denn, was du gerne möchtest? Reiten lernen, Großvater. Na, dann fahren wir nicht runter. Ich komme nicht an die Steigstufe ran, Großvater. Ja, das sehe ich. Die Pferde sind zu hoch für mich. Nein, deine Beine sind zu kurz für die Pönicher Pferde. Aber für einen Pony wären sie nicht zu kurz. Mein Gott, ein Pony. Das ist eine Anschaffung, die lohnt sich nicht für ein Einzelkind. Verstehst du doch. Ja, wenn man beim Sattler die Steigbügel mal ein bisschen kürzer machen lassen, Herr Baroni, ja? Der häufige Hinweis, dass sie ein Einzelkind sei, hinterlässt seine Spuren. Als Quint äußert, man müsse sich bei Zeiten nach einem Mann für das Kind umsehen, fragt die jetzt 12-Jährige, lohnt sich denn für ein Einzelkind die Anschaffung eines Mannes? Thank you.
Mach das nicht nochmal. Tu das bitte nie wieder. Sie ist doch erst 12. Warum sollte sie anders sein als die Mädchen im Dorf? Oder unsere Fräuleins? Doch nicht, weil sie mit dir in einem Schloss wohnt. Du bist sehr offen heute Abend, Sophie Charlotte. Ich sprach ganz allgemein, Quint. Meine Maximiliane. Das wäre mir nie in den Kopf gekommen. Hast du dich schon mal gefragt, welchen Anteil die Eifersucht an deiner heftigen moralischen und pädagogischen Besorgnis haben könnte? Eifersucht? Oh, Quint, ich bitte dich. Dein Inspektor ist doch nicht nur irgendeiner, er ist doch auch ein Mann. Ein Rivale. Nein? Du meinst, man kann es auch so sehen? Man muss es auch so sehen, Quint. Ja, und was denkst du, was ich jetzt tun soll? Das, wofür ich dich immer geachtet habe, Quint. Das Leben gewähren lassen. Glaskorken? Soll ich seinem Anstand vertrauen oder seiner hinreichenden Kenntnis des Strafgesetzbuches, wie er es selbst formuliert hat? Sollte ich mich da nicht besser heraushalten, Quint? Guten Morgen, Parke. Guten Morgen, Herr von Pint. Alles in Ordnung? Ich muss mit Ihnen reden, Herr Baron. Wenn es nicht gerade über diesen Herrn Hitler und den deutschen Ostraum sein muss. Raum nach Osten ist das entscheidende Lebensproblem des deutschen Volkes. Wir sind ein Volk ohne Raum. Adolf Hitler wird uns diesen Raum schaffen, Herr Baron. Ja, am Raum liegt es bei uns eigentlich weniger. Nicht? Da haben wir eher zu viel davon, finde ich. Worüber wollten Sie mit mir reden? Ich schlage vor, den 8-Stunden-Tag auf Pönichen einzuführen, Herr Baron. Also das geht über meinen Horizont. Mitten im Juli, mitten in der Ernte, nur 8 Stunden arbeiten? Und andersrum. Warum sollen die Leute im Januar 8 Stunden arbeiten, wo hoher Schnee liegt? Arbeiten, wann Arbeit anfällt. Und sonntags? Wollen Sie etwa sonntags auch arbeiten lassen? Wann auf Pönichen Sonntag ist, bestimme ich, Parke. Haben wir uns verstanden? Thank you.
Also. Wie alt bist du jetzt eigentlich, Maximiliane? 12. Eben. Du musst zur Schule. Nein. Das war keine Frage, das war eine Feststellung. Die Post aus Stargard, ja, Herr Rot. Danke, Liebe. Vera hat geschrieben. Bei deiner Mutter hat sich etwas verändert, Maximiliane. Ihre Vermählung geben bekannt Dr. Daniel Grün, Vera Grün, Verwitwete von Quint, geboren von Jadu. Berlin, den 6. September 1930. Heiße ich jetzt auch Grün? Nein, du bleibst selbstverständlich eine Quint. Darf ich die Anzeige behalten? Gewiss doch. Wenn du magst. Ich tue sie in das Kästchen mit Vaters Sachen. Ich müsste mich sehr irren, wenn es sich bei diesem Dr. Grün nicht um einen Juden handelt. Sie interessierte sich für Kunst irgendwie, war es nicht so? Hm. Ich denke, wir könnten ihr die Silberstiftzeichnung von Caspar David Friedrich schicken zur Hochzeit. Oder wüsstest du etwas Geeigneteres? Hm. Wie du denkst. Es dürfte sowieso das Abschiedsgeschenk sein. Von jetzt ab würden wir gar nichts mehr von ihr hören. Wir sprachen von der Schule, Quintkind. Lässt du nicht mit dir reden, Großvater? Du kannst mich doch nicht einfach wegschicken. Doch, ich kann. Ich muss sogar. Die Schulbehörden machen Schwierigkeiten. Wir haben nämlich die allgemeine Schulpflicht. Und der müssen sich auch kleine Prinzessinnen fügen. Und Arnswald ist ja nicht aus der Welt. Aus meiner schon.